Nein, 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 so weit ist der Taser auch nicht. Was? Ein Polizist hat mich jetzt einfach zweimal schon verhaftet. Heute sind wir mal wieder Krimineller in Notruf Hamburg. Ich habe mich schon passend equipped und würde sagen, wir fangen direkt an, ohne Zeit zu verlieren. Wir haben 5 Polizisten, es geht auf jeden Fall. Aber mal gucken, wie schnell die Polizei da sein wird. Ich würde sagen, let's go. Der Werkzeugladen ist die erste Robbery. Und ich hoffe mal, wir werden einfach mal ein bisschen Geld erbeuten, ohne dass die Polizei uns auffällt. Aber ich habe notfalls eine Waffe. Also mal gucken, ob wir hier noch kämpfen müssen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Das wäre auf jeden Fall besser für mich. Und habe jetzt alles eingesammelt. Perfekt. Ab in den Ferrari. Und ach, ich dachte schon, aber das ist nur ein ADAC. Kein Polizist. Weit und breit. Perfekt. Da hinten ist auch ein ADAC. Also wir haben hier nur ADAC, Leute. Finde ich gut. 4 ADAC, sehr gut. Dafür aber auch 7 Polizisten, also 2 mehr. Okay, gut, ich bin zum Glück nicht mehr beim Toolshop und würde sagen, ab zur nächsten Robbery, oder? Da hinten sehe ich ein paar Polizisten. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kollegen... Nein, 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 nein. Oh nein. Wir müssen unsere Kollegen beschützen. Oh, sorry, nee, so beschützt man die Kollegen nicht. Den muss ich nämlich... Nein. Den muss ich nämlich direkt killen. Oh, oh, er will mich arresten. Warum ich? Warum nicht den anderen? Aber er hilft mir. Hallo, 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 hallo. Nicht, dass der E-Button zu nah ist. Jetzt killen wir ihn direkt mal. Ey, er will einen Schlagstock mich hauen. Ich glaube, es hackt. Hallo. Jetzt hat er eine Taschenlampe in der Hand. Jetzt kill ihn doch endlich. Kill ihn. So, jetzt muss er aber langsam tot sein, oder? Achtung. Ich bin der Einzige hier. Ah, nee. Der andere ist auch da. Warum hat er noch Half-Life? Wie kann das sein? Endlich, meine Güte, hat das lange gedauert. Oh Mann, ey. Naja, habe ich aufgefüllt? Nee, ich fülle mal auf und hau jetzt ab. Tschüss. Nicht mehr mein Problem. Aber er hat auf jeden Fall mein Auto kaputt gemacht. Sehr, sehr fies von ihm. Tschüss. Ach, da ist doch schon der Rettungsdienst. Perfekt. Ich muss erstmal jetzt mein Auto reparieren und dann gucken wir gleich, was so offen hat. Schaut mal, hier ist doch sogar ein Automat. Es ist zwar dumm, wenn jetzt ein Polizist da wäre, aber den nehmen wir doch trotzdem jetzt mit, oder? Weil wenn jetzt ein Polizist da wäre, aber es sind eh nur 2 Sachen, könnte ich schlecht abhauen, aber nee. Bis die Polizisten kommen, bin ich schon über alle Berge. Perfekt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt schnell zur ADAC-Garage. Warte mal, warum fährt er denn? Egal, ich muss es nicht verstehen. Eigentlich sollte der Wagen hier hin, aber gut. Und tanken sollten wir auch mal, das machen wir, denke ich, jetzt. So, ich habe jetzt gerade mal getankt. Jetzt haben wir wieder genug Benzin. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch so ausrauben können. Wir haben ja nämlich noch ganz viele Möglichkeiten. Oh, was ist denn hier los? Oh oh, nein. Ich muss meinen Kollegen retten. Oh oh. Jetzt will er mich auch noch. Nee, ich glaube, es hackt. Von so weit kannst du mich sicher nicht tasern. Also wäre das möglich, dann wäre das wirklich sehr, sehr fies für die Kriminellen. Und wo ist er hin? Hm, keine Ahnung. Ist das auch ein Polizist? Nee. Ist hier noch ein Polizist? Hallo? Ihr könnt euch gerne mit mir anlegen. Warum hat er einen Baseballschläger? Hä? Warum gegen mich? Oh. Nicht gegen mich. Wenn er mich jetzt killt, das wäre voll blöd. Er will mich halt wirklich killen. Hä? Also solche Kriminellen verstehe ich nicht. Hallo? Danke. Jetzt kann ich abhauen. Dann tschüss. Dann mache ich halt nicht den Tresor auf. Wenn du das nicht möchtest, akzeptiere ich das. Ciao, ciao. Aber diese Schläger sind echt OP. Die sollte ich auch mal testen. Schauen wir mal, was... Alter, was soll das denn hier? Nee, der will mich verhaften. Ich wollte doch nur ganz einfach zum Hafen. Die Polizei will... Nein, nein. Alter, wäre ich da jetzt ins Wasser gefallen? Boah, ich bin viel zu schnell gefahren. Lernt das auf jeden Fall, nicht zu schnell fahren, sonst passiert genau sowas. Ich wollte jetzt eigentlich den Containerschiff ausrauben. Problem ist wahrscheinlich, dass der Polizist dann wartet, oder? Keine Ahnung. Nee, hoch will ich nicht. Ich will gucken, ob wieder offen ist. Immer noch zu. Und die andere Seite, ist die offen? Die ist offen. Ja, super. Dann rauben wir doch mal jetzt den Containerschiff aus. Bombe zünden, let's go. Oh, direkt noch eine Waffe. Ja, sehr gut. Und... Nein, der will mich. Habt ihr das gesehen? Der wollte einen Bug nutzen. Der wollte... Oh, ich habe keinen Speed mehr. Ich habe keinen Speed mehr. Nein, 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 nein. Oh nein. Weil ich keinen Speed mehr hatte. Ja, 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 ja. Er hat es nicht geschafft. Aber jetzt hat er Energy. Jetzt hat er...
Ach komm. Nur weil ich kein Speed mehr hatte, das gibt's doch nicht. Der Energy Drink von vorhin hat nicht gezählt. Das ist so blöd. Naja, vielleicht kriegen wir ein paar Kollegen, die uns, ja, GG, die uns helfen. Aber er hat's auf jeden Fall verdient, mich zu verhaften. Oh Mann, ey. Alle meine Sachen gehen verloren. Schade, Marmelade. Oh, warte mal. Comeback? Er bringt mich zum Autodealer. Hä? Warum das denn? Oha, danke. Den anderen aber nicht. Nur mich oder was? Oh nein, das tut mir irgendwie leid für ihn. Aber, Dankeschön, super. Cool, dann können wir direkt so weitermachen. Nein, das ist der falsche Wagen. Das ist der richtige Wagen. Help, no. Das tut mir leid für dich. Oh Mann, er hat gesehen, dass ich befreit worden bin. Jetzt will er auch befreit werden. Ja gut, okay, dann machen wir, denke ich, so weiter. Eine Bombe haben wir jetzt weniger. Und fast wurden wir sogar noch verhaftet, aber ja, dafür haben wir zwei Waffen. Sehr, sehr nice. Einmal eine M5 und die G36 und unser Auto ist auch noch kaputt. Das ist aber nicht so auffällig für den Polizisten, dass er uns verfolgt, zum Glück. Ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich mal einen anderen Wagen bekomme. Da ist wieder ein Polizist, der wohl kämpfen möchte. Dann würde ich sagen, let's go. Und er ist tot. Bei Blue kann ihn direkt verarzten eigentlich. Aber ja, Glück gehabt, dass er nicht anders reagiert hat. Danke übrigens für die ganzen Infusionen. Das Blöde ist, jetzt bin ich hier bei der Bank, aber ich habe keine Bombe. Das heißt, wir müssen mal hoffen, dass der andere eine Bombe hat. Aber es ist immer noch rot. Okay, schade. So, er wird gleich wieder geheilt. In der Zeit sollte ich, denke ich, abhauen. Das wäre eigentlich das Beste, oder? Jetzt sollte ich aber mal das Auto reparieren, aber das lohnt sich, denke ich, jetzt nicht. Erstmal gucke ich hier beim Juve und es hat sich gelohnt. Es gibt... Ist es ein... Nein, nicht noch einmal. Vergiss es. Das einmal, aber nicht zweimal. Nein, nein, nein. So weit ist der Taser auch nicht. Was? Er hat so wenig Damage bekommen? Wie kann das denn sein? Ein Polizist hat mich jetzt einfach zweimal schon verhaftet. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. 5 volle Sterne haben wir aber. Naja, gut, okay. Dann lässt er mich wieder frei. Ehre. Er tankt erstmal. Ich glaube, das ist kein Polizist, oder? Ich gucke nochmal, ob es ein Polizist ist. Okay, er wollte nur tanken. Gut, dann freie Fahrt für uns. Ares hat, oder ist es Ares? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Ares, ja, da steht Ares. Hat offen und wir rauben es aus. Let's go. Ist es schon das zweite Mal, dass wir das ausrauben? Ich weiß es nicht. Egal. Hauptsache, das Geld ist da und wir haben, boah, 31 Verstöße wegen unserer Waffe. Oh Gott, ganz und gar nicht gut. Aber ein bisschen Plus wieder gemacht. Aber gut, Juve, haben wir da alles eingesammelt? Ich weiß es gerade nicht. Wir gucken nochmal. Nee, tatsächlich nicht. Hier sind nochmal 2 Sachen. Perfekt. Aber wer, der Polizist ist wieder da. So, jetzt haben wir wieder alles. Gut. Dann müssen wir das jetzt direkt verkaufen. Haben wir... Ah, wir haben den Dealer. Perfekt. Beim Prison. Super. Verkaufen wir es. Hier. Genau. Perfekt. Oh, oh. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Auto habe ich doch gerade repariert. Jetzt sind die sogar schon zu zweit. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier Glück haben. Ich hoffe es einfach mal. Ach, ein grüner Wagen. Das ist sicherlich kein Polizist. Ich hoffe es einfach mal. Nicht, dass jetzt auf einmal ein Polizist rausspringt. Der da oben sieht nicht so aus wie ein Polizist. Nee, okay. Und wir haben jetzt hier eine Bombe, die wir natürlich wieder zünden. Hoffentlich ohne, dass der Polizist von vorhin zu mir kommt und mich wieder verhaftet. Dann, das wäre dann das wievielte Mal? Das vierte? Naja, gut. Aber jetzt bin ich definitiv schneller. Mal gucken. Noch eine Waffe, ja. Kann man immer gebrauchen. Noch die Energy Drinks. Ich sehe bisher niemanden. Seht ihr jemanden, Leute? Nee, ne? Bisher sieht es doch super aus, oder? Dann haben wir doch, denke ich, erfolgreich heute ausgeraubt, oder? Und ich glaube, wir wurden heute so oft verhaftet wie noch nie in einem Video. Krass, oder? Aber danke an den Polizisten, der wirklich sehr, sehr viel XP verliert, dafür, dass er mich nicht verhaftet, sondern mich immer freilässt. Ehre. So schnell kann es auf jeden Fall gehen, fast verhaftet zu werden. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr wollt, dass ich nochmal im Criminal Team sein soll. Und wir verkaufen jetzt erstmal die ganzen Sachen, die wir haben. Das sind wirklich sehr, sehr viele. So, wir gehen hier mal kurz zum Dealer. Wir verkaufen, nee, die Schlagringe kann man nicht verkaufen, aber hier die Waffen. Zack, 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 sehr gut. Und auf das Geld warte ich natürlich jetzt noch. Ihr müsst euch das natürlich nicht ansehen, sondern könnt jetzt gerne das nächste Video anschauen, was in der Endcard verlinkt ist. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.